Vor 2 Jahren wurde ein kleiner Traum geboren. Der Traum vom eigenen Pool. Mit vollem Tatendrang und der festen Überzeugung, dass das schon nicht so schwer sein kann, wurde der erste Spatenstich gesetzt. Doch wir erschufen keinen Hort der Ruhe und Erholung, sondern ein großes Desaster. Als wir unser Werk betrachteten und sahen, welches Verbrechen wir an der Handwerkskunst verübt hatten, kam die große Verzweiflung. Doch wir gaben nicht auf und versuchten, ein Konstrukt zu errichten, welches wir Terrasse nannten. Ein Startschuss für eine zweite Staffel. Eine zweite Chance. Doch auch wenn wir nicht aufgeben wollten, gab schlussendlich die Terrasse auf. Oh, shit! Was machst du? Alter! Doch in der dunkelsten Stunde, im Sumpf totaler Resignation und Selbstmitleid, entsandte das hohe Haus der Mayhemmer einen edlen Ritter in blauschimmernder Rüstung, der die aussichtslose Lage der Jungs erkannte und mit seinem lebensbejahenden Schlachtruf das Feuer für einen Neuanfang entfachte. YOLO. Sie bekamen eine neue Chance. Eine dritte Staffel wurde eingeleitet. Doch die Glücksgöttin Fortuna ist launisch und das Schicksal hatte andere Pläne. Und so kam der große, eisige Winter, der alles zum Erliegen brachte. Als dann noch die Seuche über das Land zog und ihre Tribute forderte, schien der Traum vom eigenen Pool fast schon verloren. Bis jetzt, ein letzter Versuch wird gestartet. Eine letzte Chance. Dieses Mal muss er fertig werden. Koste es, was es wolle. Das große Finale. Poolstaffel 4.